OBS Studio ist, denke ich, jedem Streamer ein Begriff. Eine einfach zu bedienende Software, mit der sich ansehnliche 2D-Streams aufbauen lassen. Wollt ihr jedoch mehr rausholen und gar 3D-Effekte nutzen, muss direkt zu Plugins gegriffen werden und auch dann ist es nicht gerade einfach. Das soll Polypop Live ändern. Eine Software, in deren Ansatz Streamen in 3D im Vordergrund steht. Und damit meine ich wirklich 3D. Alle Objekte und Quellen lassen sich im Raum beliebig verschieben und mit fertigen Animationen versehen, deren Optionen dann für eine individuelle Gestaltung einladen. Doch wie gut ist Polypop Live und ist es eine wirkliche Alternative zu OBS Studio? An die Software Polypop Live kommt ihr sehr einfach dran. Die Software ist kostenlos und geht ihr über den Link unten in der Videobeschreibung, kommt ihr direkt auf die Website. Dort gibt es den kostenlosen Download für Windows 10 und Windows 11. Ganz wichtig, auf macOS läuft das nicht und auch nicht auf Linux-Systemen. Die Installation selbst von Polypop Live ist nichts Neues. Das heißt, da muss ich euch, denke ich, nichts erklären. Einfach den Installer durchklicken und dann können wir auch gleich loslegen. Was aber wichtig ist, wenn man streamt, sind richtig coole Overlays. Und da würde ich sagen, schauen wir uns noch einen kurzen Spot an. Lasst uns kurz über den Sponsor des heutigen Videos sprechen, OwnTV. Bei OwnTV gibt es professionelle Designs und Animationen für euren Stream zu einem fairen Preis. Neben ganzen Komplettpaketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen oder aber auf Logo-Designer und Emote-Maker zurückgreifen. Also alles, was das Herz eines Streamers begehrt. Vor allem den Emote-Maker kann ich euch ans Herz legen. Dort könnt ihr zwischen 11 verschiedenen Charakteren wählen und diese ganz nach eurem Belieben anpassen. Die Emotes sind nach dem Kauf direkt zum Download verfügbar und können durch das passende Format auch direkt bei Twitch hochgeladen werden. Solltet ihr also Bock auf eigene Emotes haben, so klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv/owned. Beim ersten Start von Polypop Live werdet ihr direkt mit einem Onboarding begrüßt. Start hier, Introduction. Und das finde ich schon mal ziemlich genial, denn das geht wesentlich über das hinaus, was OBS Studio macht, wenn ihr das als erstes oder das erste Mal startet. Schauen wir uns das mal gemeinsam an, was hier gemacht wird, denn dort zeigt das Tool wirklich die Grundsätze, wie alles darin funktioniert. Die Introduction kann man direkt starten und dann kommen schon die ersten Elemente, die hier in 3D gezeigt werden. Welcome to Polypop Live. Okay, lasst uns loslegen. Da solltet ihr euch auf jeden Fall mal durchklicken. Da gibt es viele verschiedene, ja, aufbauende Tutorials, die direkt über die Software gestartet werden können und dann lernt ihr ganz viel. Ich werde euch jetzt selber nochmal in meinen eigenen Worten die einzelnen Grundbausteine dieser Software zeigen und erklären. Habt ihr die Tutorials abgeschlossen, dann könnt ihr euch ein komplett sauberes Polypop Live erstellen, indem ihr oben links auf Starting Points geht, dann auf Basic, New Project und dann auf Open. Ihr könnt jederzeit die Tutorials auch neu starten oder andere Tutorials hier öffnen. In-App-Tutorials, hier sind alle In-App-Tutorials nochmal, die man nochmal neu starten und nachspielen kann. Themes kann man hier auch schon direkt laden und nutzen. All das ist über Starting Points möglich. Lasst uns aber nun mal anschauen, wie die Software generell aufgebaut ist. Beginnen tun wir oben links. Starting Points habe ich euch ja schon erklärt. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, über dieses Hamburger-Menü in andere Projekte zu gehen. Also ihr könnt euer gesamtes Projekt, was ihr baut, speichern in Dateien und die könnt ihr hier wieder laden. Das heißt, über Open, über Save As könnt ihr das Ganze nachher speichern und ihr habt hier auch noch Preferences, also die Einstellungen. Und wo ich jetzt schon die ganze Zeit englische Wörter verwende, ja, Polypop Live kann man leider noch nicht auf Deutsch stellen. Vielleicht kommt das ja noch. Ihr könnt hier über Graphics zum Beispiel noch die Qualität einstellen. Wir werden uns später im Video auch angucken, wie hoch der Ressourcenverbrauch von der Software ist. Ja, dazu später mehr. Dann noch Output. Hier könnt ihr zum Beispiel die Ausgabe einstellen in der Auflösung und der Framerate. Also das, was nachher die Basisleinwand anzeigt. Das ist zum Beispiel hier dieser mittlere graue Bereich, den ihr ja auch von OBS Studio als schwarzen Bereich kennt. Dann gibt es noch das User Interface. Da könnt ihr noch einstellen, wie groß die Schriftgröße sein soll, ob hier ein anderes Theme verwendet werden soll. Es gibt aktuell nur eins. Und auch Tooltips oder den Entwicklermodus. Connected Accounts, da seht ihr dann später verbundene Accounts wie von YouTube, von Twitch, von Facebook, von Twitter und so weiter. Das erstmal oben links zu dem Hamburger-Menü. Klickt ihr irgendwo außerhalb dieses Overlays, dann wird das Ganze geschlossen und wir können weitermachen. In der Mitte befindet sich die Basisleinwand, auf der nachher alles zu sehen ist, was ihr in eurem Stream übertragen wollt.
oder was ihr aufnehmen wollt. Denn das geht mit Polypop auch. Dazu auch später mehr. Oben rechts geht es dann eigentlich in das, was man von OBS Studio kennt. In Szenen und in Quellen. Eure Szenen werden hier von links nach rechts aufgeführt und ihr könnt über das Plus unter Scenes eine neue Szene hinzufügen. Rechts daneben werden dann die jeweiligen Quellen innerhalb dieser Szene angezeigt und dort könnt ihr jederzeit neue Quellen hinzufügen. Über das Plus unter dieser Quellenbox einfach draufklicken und dann werdet ihr nämlich auch schon sehen, was hier der Unterschied zu OBS Studio ist, denn bei Polypop Live bekommt ihr halt nicht nur ganz normale 2D-Dinger, wie solche Boxen, die hier angezeigt werden, ein Screen Capture, also eine Bildschirmaufnahme oder 2D-Webcam, das wäre dann Videoaufnahmegerät, also nicht nur Webcams, sondern auch Capture Cards kann man darüber einbinden. Ihr habt hier auch 3D. Hier gibt es schon ganz viele verschiedene 3D-Objekte, die ihr einbinden könnt. Ihr könnt hier noch mehr Objekte nutzen. Da ist eine riesen Palette und dort gibt es dann zum Beispiel auch so Besonderheiten wie Objekte, die hier eine Object Texture haben. Das heißt, auf dieses 3D-Objekt kann ich drauflegen noch meine Webcam oder mein Videoaufnahmegerät oder mein Screen Capture. All das ist möglich. Schließen wir das Ganze mal wieder und schauen uns noch weiter um, was es denn noch gibt. Denn klickt ihr eine Szene an, wie zum Beispiel hier Microphone Sound, dann bekommt ihr unten rechts in der Box die jeweiligen Eigenschaften dieser Quelle angezeigt. In OBS öffnet ihr die Eigenschaften, indem ihr Rechtsklick macht auf die Quelle. Hier klickt ihr die Quelle an und die Eigenschaften werden alle aufgezeigt und ich kann direkt in dieser Box rechts mit den Eigenschaften interagieren, was ändern. Macht es ein bisschen charmanter, weil man dann nicht immer so eine große Eigenschaftenbox in der Mitte drüber hat und man nicht sieht, was dahinter passiert. Also eigentlich auch ganz cool gelöst. Unten findet ihr dann eigentlich den Schaltraum von Polypop Live. Hier habt ihr einmal, wenn ihr rüber hovert, die Möglichkeit, Aufnahmen zu starten, den Stream zu starten oder eine virtuelle Kamera zu starten. Zeige ich euch später auch noch im Video. Ihr könnt das Ganze nämlich virtuell an Zoom oder andere Meeting-Software senden. Ihr könnt es aber auch in OBS einbinden, wo mir dann irgendwie der Sinn davon fehlt. Aber okay, das geht auch. Und ihr habt hier einen Output-Mix. Das ist eigentlich euer Audio-Mixer, wo ihr seht, wie das zusammengemixte Audio nachher in den Stream geht. All das ist eigentlich so die Übersicht jetzt von der Software. Und ich würde sagen, wir gehen mal Step by Step durch bestimmte Elemente durch, die mir sehr gut gefallen und die ihr unbedingt sehen solltet. Fangen wir zum Beispiel mal unten links mit der Library an. Die könnt ihr hier öffnen und in der Library werden eure einzelnen Elemente, die ihr eingefügt habt, als globale Elemente verfügbar gemacht, um diese später mit Animationen zu versehen oder mit anderen Objekten, die ihr als Quelle einbindet, zu verknüpfen. Zeige ich auch noch im Detail. Das ist die Bibliothek und in dieser Bibliothek kann ich zum Beispiel auch 3D-Modelle importieren. Das heißt, wenn ich mit anderer 3D-Software arbeite, kann ich über Import 3D-Model hier zum Beispiel ganz viele verschiedene 3D-Modelle reinladen in Polypop und direkt in meinem Stream verwenden. Auch ganz charmant, wenn Leute generell schon mit 3D-Modellierung ja vertraut sind und das dann auch in Polypop nutzen wollen. Außerdem gibt es hier Möglichkeiten wie Hotkeys, zum Beispiel, man kann Browserquellen einbinden, NDI ist auch schon direkt mit an Bord, also nicht mit einem Plugin wie bei OBS Studio, Webcams, Alerts für Twitch, Twitter und YouTube, also man kann das auch alles für YouTube verwenden, nicht nur für Twitch und das ist hier alles über die Bibliothek möglich. Klickt ihr wieder einfach rechts daneben, schließt sich die Bibliothek und wir können zum nächsten Punkt übergehen. Da würde ich euch gerne einfach mal zeigen, wie man mit Objekten arbeiten kann. Das heißt, wir gehen hier auf das Plus bei den Quellen und fügen eine Quelle hinzu. Nehmen wir da einfach mal ein 3D-Objekt, zum Beispiel hier so einen lachenden Smiley und den könnt ihr jetzt einfach hinzufügen, indem ihr Doppelklick macht oder auf Add klickt. Ihr könnt aber auch Add as 3D-Objekt Emitter auswählen. Was das macht, ist folgendes. Ihr habt jetzt hier den Emitter in der Mitte, den könnt ihr hinschieben, wo ihr wollt, also irgendwo platzieren. Und dann habt ihr hier auf der rechten Seite, weil ihr ja die Quelle ausgewählt habt, die Optionen für dieses Objekt. Und da gibt es Emit Burst. Klicke ich da drauf, bumm, fliegen meine 3D-Objekte ins Bild. Klicke ich nochmal drauf, nochmal und da kann ich die ganze Zeit draufklicken und ihr seht, die interagieren miteinander. Und das ist ein 3D-Emitter-Objekt. Und das kann man natürlich anpassen. Also ihr könnt hier noch einstellen, wie lange das Ganze laufen soll, wie viele rauskommen sollen. Also diese ganzen Einstellmöglichkeiten, die sind so weit, dass ihr da wirklich
Oh, ich glaube, da kann man wirklich Tage und Wochen mit verbringen, da richtig rumzuspielen. Aber damit ihr das Prinzip einmal sehen könnt. Mit dem zusammen würde ich euch gerne zeigen, wie ihr jetzt Hotkeys damit verknüpfen könnt. Open Library hatten wir uns ja schon angeschaut und wir bauen jetzt einen Hotkey. Das heißt, wir klicken hier auf Plus und wählen Hotkey aus. Es wird dann ein Hotkey erstellt und der ist hier unten dann mit den Optionen geöffnet. Also gleiches Prinzip wie rechts, Quelle anklicken, darunter die Option, ist links in der Bibliothek auch so. Hier das Bibliothekselement auswählen, Desktop Audio oder Hotkey und dann habt ihr die Optionen darunter. Und was dieser Hotkey kann, ist ein On-Press-Event und ein On-Release-Event, also Taste drücken oder Taste loslassen. Diese Events könnt ihr jetzt verknüpfen, indem ihr hier auf diese Anschlüsse klickt, gedrückt lasst und dann könnt ihr das rüberziehen. Dann seht ihr hier so einen Strich und den kann ich nun mit Sachen verknüpfen. Zum Beispiel mit meinen Szenen kann ich das verknüpfen. Dann kann ich meine Szenen mit Hotkeys wechseln oder ich kann hier auf die einzelnen Elemente gehen, auf der rechten Seite von meinem aktuell ausgewählten Quellenelement, nämlich Emit Burst. Wenn ich da jetzt drauf gehe und dann auf der linken Seite dem Hotkey über Hotkey Unassigned eine Taste zuweise, zum Beispiel R, dann kann ich nun mit R jederzeit ganz viele Emojis ins Bild fliegen lassen. Das ist eigentlich so der Sinn und Zweck von Hotkeys und vor allem von dem System bei Polypop, wie man Events mit bestimmten Aktionen verknüpft. Und das werdet ihr dort immer wieder finden. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Hotkeys. In der Bibliothek gibt es ja noch vieles weitere. Unter anderem, wenn ihr auf das Plus geht, habt ihr hier Twitch-Alerts, Twitter-Alerts oder YouTube-Alerts. Ich werde es jetzt mal für Twitch machen, der Einfachheit halber. Ihr klickt einfach auf Twitch-Alerts und schon wird ein neues Alert-Element in die Bibliothek gelegt. Und dieses Element hat natürlich auch wieder ganz viele verschiedene Optionen. Da seht ihr nun mehr als bei einem Hotkey, denn ich habe nicht nur On-Press und On-Release, sondern ich kann jetzt zum Beispiel auf Alerts eingehen wie neuer Follower oder neue Chat-Nachricht. Ich kann auf Subscriptions eingehen, auf Bits, auf Raids. Ich kann Cheer-Alerts, Channel-Points, also Kanalpunkte-Belohnungen verknüpfen. Ich kann Chat-Alerts machen, also auf Chat-Nachrichten reagieren. Wenn jemand Ausrufezeichen Burst in den Chat schreibt und ich habe das hier konfiguriert, kann zum Beispiel diese Emojis rumfliegen. Also eine Art kleiner Chatbot ist auch mit eingebaut, zeige ich euch aber auch später im Video noch. Was wir nun machen ist New Follower und das verknüpfen wir jetzt einfach mal mit diesem Burst-Event. Das heißt, ich gehe auf New Follower, ziehe das rüber auf Emit Burst und nun habe ich hier dieses Event auch wieder mit einer Aktion verknüpft und kann das Ganze so nutzen. Und so ist das generelle Prinzip für all diese Elemente. Twitch-Alerts, Twitter-Alerts, YouTube-Alerts. Was ihr aber machen müsst, ist, wenn ihr so etwas verknüpft, natürlich darauf zu achten, dass ihr hier auch euren Account verknüpft. Status disconnected, ist er nicht verknüpft, kann natürlich auf einen neuen Follower nicht reagiert werden. Das heißt, ihr müsstet hier in Sign in with Twitch, dann öffnet sich ein Browserfenster und in diesem Browserfenster braucht ihr, wenn ihr schon eingeloggt seid in den Browser, nur noch auf Autorisieren klicken und euer Twitch-Account ist mit Polypop verbunden. Ihr seht dann den Status Connected und nun wird auf Follower reagiert. Klicken wir mal wieder außerhalb des Bildes, dann hatte ich ja zu Beginn des Videos gesagt, es gibt auch eine virtuelle Kamera. Und da möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr diese virtuelle Kamera nutzen könnt. Dafür geht ihr hier auf VCam. Ihr habt unter jedem dieser Elemente, wenn ihr rüber hovert, so ein Buntstift-Symbol. Klickt ihr da drauf, könnt ihr die Optionen dieses Elements öffnen. Hier zum Beispiel Virtual Cam Auto Activate. Ja, wenn das Programm Polypop Live gestartet wurde, soll die VCam automatisch angehen. Lassen wir so, klicken daneben und klicke ich dann auf VCam drauf, wird die virtuelle Kamera gestartet. Und was ich mit der nun machen kann, schauen wir uns einmal in OBS Studio an. In OBS Studio selbst kann ich nämlich jetzt darauf zugreifen. Das heißt, dort würde ich jetzt über Plus und Videoaufnahmegerät einfach mal Poly hinzufügen. Okay. Und in dem Dropdown kann ich dann in OBS Studio als Gerät die Polypop Kamera auswählen. Das könnt ihr eigentlich in jedem Programm, was auf Kameras zugreifen kann, wie halt Zoom oder Microsoft Teams oder Discord. Und dann könnt ihr das Bild von Polypop live abgreifen. Machen wir das mal, klicken drauf und dann seht ihr schon, wie das Ganze aussieht. Hier gibt es jetzt eine Besonderheit. Wenn ihr in Polypop Live etwas baut, was ihr mit transparentem Hintergrund in OBS einbinden wollt zum Beispiel, dann müsst ihr darauf achten, jetzt ist der Hintergrund grau, nicht transparent, dass ihr die Auflösung hier auf Benutzer definiert stellt, dann die Auflösung auswählt, 1080p und dann bei Videoformat
auf ARGB geht. Habt ihr das getan? Seht ihr, dass nun der Hintergrund entfernt wird? Wir haben das Ganze mit Transparenz, also transparenter Hintergrund, und ich kann das in mein OBS einbinden. Und schieße ich nun mit meinem Hotkey in Polypop was hin und her, wird in OBS Studio automatisch das Ganze auch angezeigt. Kleiner Hinweis dazu, falls hier jemand stolpert, habt ihr in Polypop Live nichts geändert an der Standardauflösung, dann müsst ihr per Hand, wir gehen nochmal in die Eigenschaften, hier eine Auflösung von 1280x720 einstellen. Also ihr müsst die Basisleinwand-Auflösung matchen hier in den Eigenschaften von OBS, die ihr in Polypop Live nutzt. Schauen wir uns das einmal nochmal ganz kurz in Polypop Live an. Diese Basisleinwand stellt ihr nämlich hier oben über dieses Hamburger-Menü Preferences, Graphics, Output ein. Resolution könnt ihr hier auf 1080p stellen und auch auf 4K, wenn der PC das dann mitmacht. Und das müsst ihr dann matchen, nur dass ihr da nicht stolpert. Wo wir uns nun aber die VCam angeschaut haben, würde ich sagen, gehen wir auch nochmal auf die Encoder-Settings. Das gleiche funktioniert hier für Record wie für Livestream, indem ihr rüber hovert und dann auf das Buntstift-Symbol geht. Und dort öffnen sich dann die Encoder-Settings, wie ihr sie in OBS Studio auch kennt. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, die Auflösung einzustellen, was wir ja eben gerade über Output gemacht haben. Ihr könnt den Encoder auswählen, je nachdem, was ihr für Hardware habt, über CPU oder über die Grafikkarte, und könnt dann die Bitrate, die Audio-Bitrate und den Service konfigurieren. Ich habe hier zum Beispiel Twitch ausgewählt, ihr könnt aber auch an YouTube Live senden oder an Facebook Live oder an einen Custom RTMP-Server. All das super easy einzustellen. Habt ihr das alles connected, könnt ihr auf Livestream starten klicken, also hier unten draufklicken, und der Stream geht los. Genauso ist es auch mit der Aufnahme. Nun würde ich aber sagen, gehen wir nochmal auf der linken Seite zu Library, denn da hatte ich euch ja gesagt, dass auch eine Art kleiner Chatbot mit in Polypop Live integriert ist. Denn habt ihr Twitch Alerts oder YouTube Alerts eingefügt, habt ihr hier in den Eigenschaften dieser Alerts Chat Alerts. Und wenn ich dort jetzt auf das Plus gehe und dann hier zum Beispiel My Keyword, kann ich was anderes eingeben, zum Beispiel Ausrufezeichen Burst, dann kann ich in den Unteroptionen noch sagen Privileg, also wer soll das dürfen, zum Beispiel jeder oder nur ich, dann könnt ihr ein On-Command, also wird das im Chat gefunden, ein On-Command-Event nutzen und das auch wieder verknüpfen, zum Beispiel mit dem Emit Burst. Öffne ich nun meinen Chat und gebe hier Ausrufezeichen Burst ein, dann werdet ihr sehen, bupp, oh ja, da kommen nochmal drei Emojis dazu. Also der Chatbot reagiert hier auch und ihr könnt jederzeit weitere Chat-Alerts hinzufügen, indem ihr hier einfach bei Chat-Alerts auf das Plus klickt und schon habt ihr neben dem Burst-Alert noch einen weiteren Alert und vielleicht noch einen und noch einen. Also eine Art kleiner Chatbot ist auch mit eingebaut. Jetzt haben wir ja in Polypop noch nicht so viel integriert und schauen wir uns mal die Auslastung von der Software an. Dafür habe ich hier einfach mal den Task-Manager geöffnet und ihr seht, Polypop Live zieht aktuell CPU, technisch nicht sehr viel. Das ist ein 3700X, der hier verbaut ist, AMD Ryzen 3%. Aber was Polypop viel zieht, ist Grafikkarte. GPU 12,4%. Gehen wir mal auf Leistung und gehen dann mal auf die GPU. Das ist nämlich eine RTX 2080 Ti. Dann seht ihr, oha, die ist jetzt schon zu 27% ausgelastet und ich habe nur Polypop offen. Ich habe kein Game offen und nichts anderes. Das heißt, wenn man Polypop nun verwendet und man möchte auch noch zocken nebenbei, dann kostet einen das wertvolle Ressourcen der Grafikkarte, die man eigentlich beim Zocken ja nutzen möchte. Also eine tolle Spielerei, Polypop. In Sachen Auslastung muss ich hier aber sagen, dass das Programm einfach dadurch, dass so viele 3D-Dinge integriert werden können, viel zu viel Ressourcen frisst. Ganz klare Kritik an dem Programm, denn wir haben ja noch nichts wirklich eingebaut, da bewegt sich aktuell nichts. Wenn ich jetzt noch meine Webcam damit reinziehe und vielleicht noch die Spielaufnahme, ja moin, die 2080 Ti ist jetzt nicht unbedingt eine Low-Grafikkarte. Also, das mal für euch als Feedback, damit ihr das Ganze einordnen könnt. Das war natürlich jetzt kein komplettes Tutorial in jedes kleinste Detail von Polypop. Ich wollte euch einfach das Programm mal vorstellen und auch zeigen, was alles möglich ist und was meine Meinung dazu ist. Meine Meinung ganz klar, es geht in die richtige Richtung, ist auch wirklich cool gemacht. Manche Dinge gefallen mir besser als bei OBS Studio. Aber, und da kommt ein ganz großes Aber, es nutzt zu viel Ressourcen. Für ein Single-PC-Setup sehe ich hier definitiv Probleme, wenn man gleichzeitig auch zocken möchte.
Das einfach für euch nochmal als Info. Wer gerne bei OBR Studio bleiben möchte und dort auch coole Animationen und Effekte verwenden möchte, der sollte unbedingt nochmal hier reinschauen. Da habe ich mehrere Videos, wo ich unterschiedliche Effekte zeige, die man direkt in OBR Studio konfigurieren kann. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.